Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanik Bobbahn. Hier geht's wieder ruckzuck, hier rum geht's hier, hier geht's ruckzuck. Wir bauen heute Thematisierung. Leider muss ich was zugeben, ist mir die Aufnahme etwas zerbröckelt. Deswegen seht ihr nicht mal eine Hälfte des Gebauten. Ich habe 2 Stunden hier fleißig daran aufgenommen, aber ist nie mal die Hälfte zu sehen hier. Und dann habe ich das hier alles nachgestellt, weil ich euch wenigstens etwas zeigen wollte. Genau. Das Problem ist, deswegen geht euch auch viel verloren, deswegen werdet ihr gleich einen Cut sehen, wo wir dann wirklich Progress hatten. Und alles, was ihr seht, ist nicht die finale Fassung. Genau. Was ich hier mache, ist wirklich Gott, dann ist leicht. Es tut mir natürlich leid, dass ich das gefuscht habe, aber ist eben nicht mehr zu machen. Zu retten, die Aufnahme. Das Problem war darin, dass die Aufnahme geruckelt hat wie Sau. Wir waren dann nur noch von 2 Stunden 45 Minuten Aufnahme zu sehen, die aber dann nicht aus flüssig bestanden, so wie ihr das jetzt hier gerade seht. Gewohnte Qualität, sondern Standbilder. Ich habe aber so ein bisschen wenigstens nachgedreht. Ne. Es tut natürlich leid, ich habe natürlich trotzdem versucht, alles etwas so anzulehnen, was ich wirklich gemacht habe. Tut mir natürlich leid. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber damit ich euch wenigstens was zeigen kann, wie was ich gemacht habe und wie, seht ihr jetzt hier die Aufnahme. Und jetzt kommt der Cut. 3, 2, 1. Doch noch nicht. Entschuldigung, ich hätte gedacht, es kommt jetzt schon der Cut. Aber er kommt doch wohl noch nicht. Da habe ich noch ein paar Steinchen gesetzt. Jetzt gleich kommt aber ein Kati. Ne. Wird natürlich transparent sein. Und ich habe wirklich mich versucht, so stark wie möglich mich an der Aufnahme, die ich vorher getätigt habe, zu orientieren. Das Problem war, als ich das aufgenommen habe, war ich total in Range. Irgendwie haben wir hier auch schon wieder Bildschwankungen, bei mir zumindest. Ich hoffe, das ist in der originalen Aufgabe nicht so. Hier seht ihr, was ich geschafft habe. Hammer, hart, eine Warteschlange. Und jetzt hier wird nochmal Hand angelegt. Das heißt, hier gehen wir auch nochmal Gas hier. Zeigen nochmal, was der Tigo so kann hier, liebe Leute. Thematisierung. Perfekt. Bobbahn geht in die letzte Runde. Weil wenn wir das geschafft haben, hoffe ich wirklich inständig nicht nochmal an der fucking Bobbahn Hand anlegen zu müssen. Ich habe da mir wirklich stundenlang gequält mit dem Problem. Hier verfeinere ich noch so ein paar Stellen, damit ihr wenigstens etwas seht hier. Hier wird nochmal ein bisschen Hand angelegt. Hier wird da gemacht und da gemacht und da gemacht. Und dort und dies und das und jenes und dieses, welches da, so, so. Einfach nur bam, 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 bam. Damit wir hier so eine schöne, felsige Landschaft haben. Ne, so schön aus Fels, genau. Und deswegen kommentiere ich auch hier so ein bisschen komisch. Ich würde aber sagen, die letzte Zeit könnt ihr auch gerne noch alleine gucken. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schwachsinn, noch einen schönen Tag. Aus jetzt noch einen schönen Tag und mir. Und wir sehen uns für euch nach dem Schnitt, für mich nach ein paar Tagen wieder. Und Cut. Ja, doch noch nicht. Schade. Jetzt. Ich halte einfach meine Fresse. Tschüss. Bis gleich. Mau? Mau.
Ich weiß nicht, wie lange die noch geht hier, die Aufnahme. Deswegen will ich nicht mehr so viel blabbern, aber jetzt endlich. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Doch noch länger, ich weiß es nicht. Tschüss und miau. Doch noch nicht. Noch mal mau. Miau. Noch immer nicht. Hilfe. Jetzt miau. Noch immer nicht miau. Oh Gott, nochmal miau. Und miau. Jetzt miau. Ich weiß nicht, wann es endet. Entschuldigung, Leute. Tut mir leid, sonst würde ich anders kommentieren. Also, jetzt miau. Willkommen zurück und hier sind wir jetzt auf der Bobbahn, die fertig ist. Da hinten sehen wir die Kunst. Man sieht, wenn man nur so ganz grob hinschaut, sieht man gar nicht, dass es eine Bobbahn ist. Das ist sensationell. Hier sieht man nur, dass immer so eine Bobschiene. Oh yeah, oh yeah. So, vielleicht habe ich es nicht hier nachkommandiert. Warum war da so ein großer Schnitt von plötzlich nix und dann plötzlich da? Dies liegt daran nicht, weil ich das nicht zeigen wollte, wie das gebaut wurde. Nein, das war das Problem. Ich habe das aufgenommen. Das waren 2 Stunden Arbeit, was ihr seht. Und dann noch die Viertelstunde, wo wir weiter dran gebaut haben. Das heißt, 2 Stunden, 15 Minuten habe ich hier an diesem Gerät nur an der Thematisierung gebaut. Hier, 2 Stunden. So. Und habe ich gesehen, die Aufnahme, die war total im Arsch. Meine 2 Stunden. Und deswegen habe ich dann für euch dann nochmal hier dies angefangen, so ein bisschen Thematisierung zu bauen und habe das dann einfach so zusammengeschnitten im Zeitraffer. Weil ich hatte keinen Bock, mich wieder 2 Stunden hinzusetzen. Und ich habe mich ja noch mal eine halbe Stunde hingesetzt für euch, damit ihr Zeitraffer sehen könnt. Also, Bobbahn heißt das gute Ding. Jetzt kann man hier so schön hochgehen. Es läuft sogar flüssig gerade. Hier ist eine Planke, weil hier drunter so ein kleines Löchchen ist. Man kann auch hier Gott sei Dank nirgendwo reinfallen. Hier hat man dann schönen Blick. So auf die Bobbahn, über dir fährt eine Bobbahn, unter dir fährt eine Bobbahn und dann geht's in das schwarze Loch. Seht ihr das schwarze Loch? Man geht hier so rein, dann ist man hier im schwarzen Loch hier. Dann kann man hier so runtergehen, extra hier so natürlich, organisch. Lücken und dann ist man hier in der Station. Man kann auch nicht raus, nur mitspringen, aber das macht ja kein Schwein heutzutage. Dann nimmt man die Treppenstufe, plopp. Man kann auch hochlaufen, runterlaufen, hochlaufen, runterlaufen und dann geht man hier und dann wird man zack, 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 Abfertigung des Todes. Ja, und als Beispiel könnte man jetzt hier so ein Türchen machen. Ne, so klatsch, 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 das hier so ein Törchen ist, dass nur immer so und so viele Leute in den Bob reinsteigen können. Dann kann man hier rein, hopp, und dann geht's los. Ich fahre jetzt, hol meinen Bob nicht raus, ja. So, dann geht man hier hoch, hopp, 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 hopp. Das muss so richtig, oi, 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 und dann geht's runter. Hier habe ich noch mal so Begrenzungen gemacht, damit man hier nicht in diese Kante reinfährt. Ne, dass das dann hier so umgeleitet. Hier wird man auch nochmal umgeleitet. Wutsch. Und wutsch. Und dann kann man hier so hoch. Dann wird wieder beschleunigt. Und hier ist extra nochmal die Begrenzung etwas höher gezogen, weil wir da ja mal gehabt haben, dass der Bob so rüber geplumpelt ist. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, wenn man da hier reinfällt, kommt man, glaube ich, nicht mehr raus. Deswegen darf man nicht aussteigen. So. Und dann fährt man hier weiter die schöne Kurve ins Tal. Wusch, hier kann man so schön das Tal sehen. Fährt man unter einer Brücke durch, die ist sehr schön designt ist. Hier sieht man dann die Warteschlange. So, das ist eine Röhre.
Und dann fährt man hier die letzte S-Kurve. Hier kann man die ganze Zeit die Popbahn aus der Popbahn sehen. Dann die letzte Wendung. Letzte Wendung und den Tunnel bremsen. Und quiek steht dann da. Und hier oben sieht man extra alles schön zugelötet und gerötet. Schön, ne? Ich weiß, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist wahr, liebe Leute. Es ist wahr. Und der Techniker kann dann hier so runtergehen und dann morgens muss er dann natürlich immer alles hier besichtigen. Dann kann er hier so durchs lange Gestrüpp. Ne, hier muss er dann gucken, hält das Holz? Das Holz hält. Geht er hier weiter, muss er in den Innenraum. Guckt dann, das sieht super aus. Dann kann er hier so durch. Und dann ist er wieder in der Station hier. Ist extra so eine Rampe für den Techniker, kann er so hochlaufen. Muss dann sich nur noch richtig abspringen. Nein, hier läuft er dann so. Na, der hat falsch gesprungen. Der muss dann hier so und dann kommt er hier so durch. Und drin ist er wieder. Und natürlich kann man das auch am Lift machen. Der Lift ist hier. Hier ist die Warteschlange, ganz klar. Hier ist das sehr, sehr schöne Schild. Ich weiß gar nicht, kann man da oben hin? Mit dem Lift. So, wir fahren uns mal kurz hoch. Also können wir auf den Bob springen. Oh, geil. Boah, hammergeil. So, und dann kann man hier so. Kann ich da runterfallen? Ich weiß nicht. Ja, kann ich. Und hier sieht man nochmal das Schild ein bisschen. Habe ich schlecht designt, ich weiß. Aber egal. Hier sieht man nochmal eine Stütze. Sitzt, wackelt und hat Luft. Hat die auch Luft? Sitzt. Passt alles. Jetzt muss ich mich hier nur wieder rausbacken. Ah! Backen! Backen! Oh oh. Schnell Sitz. Ha, gerettet. Und dann kann man hier so durchlaufen, durchs Gebälk. Durchs Gebälk, das ist doch kein Gebälk. Das ist Thematisierung. Leute, das ist hübsch. Und dann, wenn man raus möchte, macht man so. Und reißt ab und fertig ist man wieder in der Mulde. Und hoppa, und jetzt bin ich hier auf dem Teil hier. Jetzt muss man hier die Verbindungsstücke abklopfen. Passt alles. Wackelt, sitzt, wackelt, hat Luft. Hält das Geländer. Jawoll. Hält alles. Das heißt, Warteschlange ist fertig. Wunderschön, ne? Und hier wird man dann später aussteigen. So, hopp, und fertig. Und damit sage ich, schönen Tag noch und miau. Und das Ganze sogar noch flüssig.